Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, herzlich willkommen zu Puzzle. Schön, dass Sie mit dabei sind. Welche Rolle spielt Architektur in unserer postmigrantischen Gesellschaft? Welche Wünsche haben jene Menschen an die Politik, die nie danach gefragt werden? Und wem gehört die Welt? Hier unsere Themen im Überblick. Sie sind jung, wütend und kämpfen um einen Platz in unserer Gesellschaft. Die Schützlinge von Boxtrainer Ali Çukur des TSV 1860 München. Ali Çukur geht es um so viel mehr als ums Boxen. Es geht ihm um Respekt und darum, die eigene Wut in etwas Positives zu wenden. Das Trainingscamp hat der erfahrene Trainer, der selbst keine einfache Kindheit hatte, nach Ghana verlegt, in die Slums von Accra. Dort beginnen die jungen Boxer, ihr Leben zu überdenken und einen Weg zu sich selbst zu finden. Zu sehen im Dokumentarfilm Lionhearted aus der Deckung. Ob Menschen rassistisch denken oder nicht, hängt viel von ihrer Erziehung und ihrem persönlichen Umfeld ab. Und auch von dem, wie sie medial geprägt werden. Der Kinderkanal von ARD und ZDF zeigt nun eine mehrteilige antirassistische Sketch-Comedy für Kinder und Jugendliche. Ein Drahtseilakt. Auf unaufdringliche, didaktische Weise wird Rassismus mit den Mitteln des Humors thematisiert. Eine Serie, bei der auch mitguckende Eltern und Großeltern viel lernen können. Sie heißt Moment. Helat Lamin, wem gehört diese Welt? Es sind große Fragen wie diese, die der syrische Singer-Songwriter Yusuf Kikir in seinen Song stellt. Aber er macht das ganz zart. Seine Lieder überwinden Grenzen. Bei ihm treffen moderner Elektropop und zeitgenössischer Folk zusammen und das in seiner Heimatsprache Arabisch. 2013 ist Yusuf Kikir aus Aleppo geflohen und lebt heute in Deutschland. Seine Musik ist einzigartig, voller Perspektiven, Erfahrungen und einem neuartigen Klang. Bald erscheint sein neues Album, Polylog. Deutschland hat gewählt. Jede Stimme zählt, so heißt es im Wahlkampf immer und völlig zu Recht. Manche Menschen haben eine Stimme, aber eben keine, die zählt und doch jede Menge zu sagen. Wir sind an einen abgelegenen Ort gefahren, wo man sonst eher nicht hinkommt. Eine Geflüchtetenunterkunft zwischen einer Autobahn und einem Sportplatz in Starnberg. Dort haben wir uns mit den Bewohnern unterhalten über ihre Träume und ihre Wünsche an die neue Bundesregierung. Partizipation und gesellschaftliche Teilhabe sind wichtige Elemente der Demokratie. Welchen Zusammenhang aber gibt es zwischen Partizipation und Architektur? An der Technischen Universität München gibt es einen Studiengang, der sich genau damit beschäftigt. Der für seine Arbeit mehrfach preisgekrönte Professor Francis Carey lehrt an der TU und ist überzeugt, dass Architektur einerseits schützende Hülle sein sollte, aber gleichzeitig auch Begegnungen und Austausch ermöglichen muss. Gebäude sind Speicher für gemeinsames Denken, Arbeiten und Träumen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's von uns für heute. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten. Vielen Dank an dieser Stelle an das Volkstheater München, dass wir hier die Moderationen aufzeichnen durften. Ihnen alles Gute. Auf Wiedersehen.